Willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Im letzten Part sind wir auf die Insel der Harpien Rekor gekommen und wollen hier jetzt auch uns mal weiter umsehen. Denn hier scheint es einiges zu geben. Und das wollen wir natürlich auch mal uns genauer ansehen. Wow, 8200. Das ist heftig. Das ist der höchste Schaden, den ich bisher gemacht habe. Vielleicht sogar in beiden Elements Destiny, oder? Habe ich in dem anderen Elements Destiny schon mal mehr Schaden gemacht? Jetzt mal von Erikas Vater abgesehen. Der hat, glaube ich, einmal 9999 gemacht mit seinen Untotentöter-Attacken-Dingens da. Okay, da geht es noch weiter hoch. Nichts weiter. Schauen wir erstmal weiter links wieder. Da hänge ich fest. Was? Warum kann ich da nicht vorbei? Egal. Nehmen wir denselben Weg, den sie genommen hat. Wir gehen unten rum. Können wir nicht. Manche Ecken sind echt merkwürdig. An manchen kann man vorbeigehen und an manchen Ecken dann wiederum nicht. So, hier wird es doch bestimmt auch irgendeinen Sinn haben, dass man hier lang gehen kann. Da ist eine Höhle. Und eine Truhe. Fuchsfragment. Okay, hier ist also ein Fragment gewesen. Die Frage ist jetzt halt, war es das, was wir gebraucht haben? Also das, was uns der Typ jetzt gesagt hat, oder war es vielleicht jetzt ein anderes Wasser eingebettet? Das hört sich jetzt nicht wirklich hier nach an. Naja, wir werden sehen. Wir starten ihm einfach dann, nachdem wir hier wieder weg sind, einen Besuch ab. Und dann werden wir schon irgendwie was finden. So. Ist natürlich kurz, da wurde ich wieder einmal auf einen kleinen Moment gestört. Und anstatt mein Mikrofon dann einfach zu unmuten, habe ich dann aussehen die Aufnahme-Stopp-Taste gedrückt und wurde währenddessen von einer Harpie angegriffen. Welche wir jetzt einfach mal komplett wegnatzen. Ah, der eine überlebt auf jeden Fall. Und der andere auch. Takasa schafft es nicht, sie auszunocken. Schade, schade. Naja, aber jetzt wird nicht mehr viel übrig bleiben. Und die nächste Elite. Diesmal sogar wieder alleine. Ist ja fast zu einfach. Mal sehen, ob es Sarasa jetzt schon schafft. Quelle? Nee. Reicht noch nicht, aber ich denke mal, jetzt sollte ein einfacher Angriff reichen, ja. Gut, gut, gut. Haben wir das auch. Okay, und das ist die höchste Höhle. So, dann wollen wir doch mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Das kann ja was werden. Scheiße, wer seid ihr? Ihr! Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich sie damals gesprochen habe. Keine Ahnung, Königin der Harpien. Was wollt ihr hier? Seid ihr mir den ganzen Weg hier bis hierher gefolgt?
Nein. Und du, mit deiner schwarzen Kutte. Sieh dir an, was du mit mir gemacht hast. Ich hasse euch. Ich werde euch alle töten. Ah! Sie hat tatsächlich nur einen Flügel. Ihr seid das also gewesen. Sephros, was zur Hölle bist denn du für ein Vieh? Du siehst ihm aus wie eine Harpie. Dein Sprite sieht komplett anders aus. Ihr war das, die meiner geliebten Medena das angetan haben. Wo kommst du bitte her? Du bist doch bestimmt irgendwo anders hergeklaut. Für das, was ihr getan habt, gibt es keine Vergebung. Erst werdet ihr sterben und dann werden wir uns ausbreiten und den Rest der Menschen vernichten. Ihr habt es begonnen und nun wird die gesamte Welt unseren Zorn spüren, euretwegen. Hey, Moment, wir sind nicht hier, um euch erneut zu bekämpfen. Schweig! Ich werde euch die Schmerzen lehren, die ihr meiner geliebten Königin Medena zugefügt habt. Okay. Nettes Kerlchen. Stärk mal bitte Tarasa. Ja, 2080 ist echt nicht viel. 765 ist jetzt auch nicht viel. Mal sehen. Ich meine, mit dem Kombinationsspiel vielleicht mehr. Ich meine, 2500 geht schon. Das ist in Ordnung. Aber... Ja. Das ist dann doch um einiges besser. Und auch die brüllende Axt von Tarasa macht mehr Schaden. Also, brüllende Axt. Du machst das Kombinationsspiel. Und du machst erstmal die Heilquelle auf dich. Und ich wollte eigentlich die Heilaura einsetzen, aber naja, mein Gott. Ich denke mal, ich werde es irgendwie überstehen. Ja, das sieht doch gut aus. Wirbel der Zerstörung, ja, das wird leider Leila dann doch nicht überstehen. So, Brillenaxt. Du machst mal kurz das Lebenswasser auf Leila. Hoffe, du bist dieses Mal schneller als Julia. Leider nicht. Hurricane Schlitzer. Okay. Alles kein Problem. Einfach weiter damit und machst nochmal eine Heilaura. Wird doch schon ganz schön rot. Materienknall, dann machst du irgendwas anderes. Ich bleib jetzt einfach dabei. Das ist leider auch nichts weiter, wo du jetzt irgendwie sagen könntest. Ich erhöhe die Mentalität. Das wäre ziemlich cool. Aber vielleicht lernst du das später noch. Ja. Der macht nicht wirklich viel Schaden, der Hurricane Schlitzer. Also, du brauchst nicht wirklich zu heilen, also kümmerst du dich mal kurz um die MP. Na wunderbar, das läuft doch wundergut. Wundergut? Manchmal überlege ich mir Sätze und erzähle irgendwie beides gemischt, anstatt einen gescheiten rauszubringen. So. Ah, der Kampf läuft bisher ziemlich Stuntflug. Okay. Ich hätte wahrscheinlich besser nichts sagen sollen. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Scheiß, wo ich immer zu daneben hau. Und deswegen nutze ich auch mal kurz die Chance und mache bei jedem jemanden Superhelfer. Ich sag bei dir. Du kannst aber kurz mit der Symphonie der Blitze attackieren. Und du stärkst mal kurz wieder Tarasa. Ja, die treffen immerhin. Okay, macht weiter mit seinem komischen Stuntflug. Stärkst auch nochmal Tapio. Okay, so treffe ich ihn auf jeden Fall mit Zaubern anscheinend. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur Zufälle waren oder ob er sich einfach nur gegen physische Attacken jetzt schützt.
aber Tarasa trifft auch, deswegen hauen wir halt einfach so drauf. Ich sehe jetzt momentan das Problem bei dem Stuntflug nicht. Ja. Ne? Also ich merke da echt gerade keinen Unterschied. Ah, da geht immerhin mal ein Angriff daneben. Ah, und der kann betäuben mit der Kalbkranke. Da ging tatsächlich noch ein paar Angriffe daneben. Okay, jetzt klappt es anscheinend, dass mein Angriff daneben geht. Für ihn jetzt klappt es. Für mich ist das natürlich ein bisschen doof. Leila kümmert sich mal kurz um MP. Dann heilen wir ihn nochmal. Ja. Allzu lange sollte das gar nicht mehr gehen, oder? So, gibt dir mal kurz selber einen Supermagietrank. Ah. Dann macht er wieder seinen Stuntflug. Okay, du bist wieder normal. Das ist natürlich nicht schön, aber das geht schon. Denn wir stärken dich einfach gleich wieder. Ah, Tapio ist auch wieder zurück auf normal. Ah, eine Kneifenkranke. Ganz knapp überlebt. Dann habe ich aus der die Heil-Aura gemacht, aber nur ein bisschen MP verschwendet, sonst ist da ja auch kein Problem dabei. So, gehst du jetzt endlich mal down? Das wäre voll nett von dir. So, Tapio nochmal stärken. Die Musik geht ein zweites Mal zu Ende. Das heißt doch, wir sollten ihn langsam auch mal zu Ende kriegen. Auch wenn man das nicht wirklich zusammenführen kann, weil zeitlich bestimmte Musik und viel ich ihm abziehe, ist jetzt nicht wirklich miteinander gekoppelt. Insofern, naja. Aber der ist schon jetzt eine ganze Weile ganz schön rot hier. Ach, komm schon. Ich treffe halt jetzt gerade nicht mehr, das ist das Problem. Dass es so viel aushält, sondern dass ich ihn einfach nicht treffe. So, er macht weiter mit seinem Stuntflug. Schauen wir nochmal zu, dass man uns nochmal ein bisschen heilen, was die MP angeht. Hör doch jetzt mal mit dem blöden Stuntflug auf. So, Leila macht wenigstens konstant Schaden, weil sie einfach trifft. Die anderen beiden machen dafür mehr Schaden. Aber auch nur, wenn sie treffen. So wie jetzt. Superheldrang. Muss ich nochmal bitte unterstärken. Jawohl. Oh ja, das war gefährlich, fällt mir gerade so auf. Weil Tarasa die langsamste ist. Na komm, Tapio, mach Schluss jetzt hier.
helfe jetzt einfach nur mit Zaubern an. Ah, wunderbar. Hätte vielleicht mal eher machen sollen. Wären wir vielleicht ein bisschen schneller fertig geworden. Blöder Stuntflug. Niemals. 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 So werdet ihr mir nicht davon kommen. Wenn ich hier sterben muss, dann werde ich euch alle mitnehmen. Sephiroth, nein, tu es nicht. What the fuck? Nein! Schnell, wir müssen hier sofort raus. Fuck. Hat der Kerl sich gerade selber gesprengt? What the fuck? Das war nicht richtig. Das zu tun war einfach nicht richtig. Mach dir keine Vorwürfe, Maler. Wir hatten keine Wahl, sonst hätte sie uns getötet. Du hast ihn gehört. Danach hätte er sich über die hilflosen Menschen in den Städten und Dörfern hergemacht. Und gerade diese sind doch die Unschuldigen. Medina und ihre Volksleute haben es zu weit getrieben. Und das ist das Resultat. Der König war verwirrt. Durch seine blinde Wut hat er nun sich und seine Königin getötet. Es tut mir so leid, dass es so weit kam. Wer hat recht? Du sollst die Schuld nicht auf dich nehmen, Maler. Wir wussten uns wehren. Sonst wäre es noch weit schlimmer gekommen. Nun, ich vertraue euch. Aber lasst uns bitte jetzt von hier verschwinden. Ich mag die Stimmung nicht, die dieser Ort verbreitet. Arras Bericht wurde im Inventar hinzugefügt. Bericht, den Arras auf der Insel Rekor geschrieben hat. Ja, und da kommen wir auch nicht mehr vorbei. Ist jetzt alle Harpien weg? Tatsache. Nein, da ist noch eine. Okay, wir haben wenigstens alle Harpien getötet. Das ist doch schon mal ein Grund, um froh zu sein. Wir haben sie nicht alle getötet. Nur fast. Wie viel Erfahrung hat uns das eigentlich gegeben? Ja, wir steigen schon wieder bald ein Level. Coole Sache. So, ich werde mich aber demnächst auch in eine Stadt begeben, wo ich mal wieder mich ausruhen kann. Konnte ich das da drüben im Westen? Keine Ahnung mehr. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. So, aber als nächstes geht es erstmal zurück zu unserem kleinen Bötchen. Das ja hier irgendwo war. Nämlich da unten. So. Zurück zu den Docks. Ja. Da hier, Typi, wir waren da und haben die Harpien getötet. So in etwa. Ihr seid zurück. Tatsächlich habt ihr das Leben zurückgeschafft. Nach dem Motto, totgeglaubte Leben länger, hört sich nicht danach an, als hätten sie erwartet, uns nochmal wiederzusehen. Nun, ein wenig überrascht bin ich schon. Aber egal jetzt, habt ihr mir was zu berichten? Wie versprochen, habe ich während unseres Besuchs ausführliche Aufzeichnungen angefertigt. Hier bitte. Ich bin euch so dankbar. Viel habe ich nicht, was ich euch, was könnte ich euch bloß geben? Ich hab's. Seine Truhe. Und so kommen wir auch an die ran. Schwertgriff erhalten. Geil. Man sagt, es gehört zur mächtigsten Klinge der Welt. Die Klinge fehlt. Das ist das Problem. Man weiß nicht, was mit der Klinge passiert ist. Aber sie muss noch existieren. Irgendwo. Ein Schmied könnte die Teile sicher wieder zusammenfügen. Ich weiß auch schon welcher. Wie komme ich jetzt am schnellsten zurück? Gibt es hier irgendwo einen Teleport? Ansonsten muss ich halt nochmal durch den Wald. Ist hier am Leuchtturm ein? Nö. Okay, dann muss ich nochmal kurz durch den Wald.
So, da sind wir wieder hier. Gab's hier eigentlich ein Inn? Fragezeichen. Da gibt's auf jeden Fall den Teleport. Nutzen wir den doch mal. So, wir wollen nach Westen. Richtungspfad, da könnten wir hin. Kriteos, da wollen wir nicht. Natsus, da wollen wir auch nicht. Tamanosum wollen wir auch nicht. Ich muss wahrscheinlich dahin. Untergrundhöhle. Was ist denn bitte die Untergrundhöhle? Wiener Labyrinth. Fuyuki-Gebirge. Und die Übergangshöhle. Ich will mal kurz gucken, was das Untergrund. Was die Untergrundhöhle ist. Das sagt mir nämlich gerade gar nichts. Einfach nur mal gucken, wo wir hier sind. Achso, okay. Okay, okay. Das ist also dort. Dann wollen wir doch erstmal hier in die Übergangshöhle. Ich hoffe mal, dass uns das Ding recht so rausschmeißt, dass ich gleich wieder im Ort bin. Jawohl, ja. Schmiehid, ich habe was für dich. Hallo. Ich bin der beste Schmied des Landes. Wollt ihr einen Auftrag geben? Ja, wollen wir. Diese Materialien. Kann es sein? Der Schwertgriff und die Klinge? Was soll damit sein? Ein Profi wie ich erkennt aus auf den ersten Blick. Ihr habt mir das wahrscheinlich stärkste Schwert der Welt mitgebracht. Aber es ist zerbrochen. Haha, lass es mal meine Sorge sein. Von diesen Schwertern gibt es nur sehr wenige auf der ganzen Welt. Ihr wisst gar nicht, was ihr für ein Glück habt, dass ihr gerade zu mir gekommen seid. Ich werde es euch selbstverständlich schmieden. Das kostet allerdings. Wie viel? Ich würde sagen, 10.000 Zenny sollten genügen. Für diese Waffe ein absoluter Toppreis. Gekauft. 10.000 Zenny ist ja gar nichts. Überlasst das nur mir. Schon bald werdet ihr das stärkste Schwert der Welt in den Händen halten. Wartet so lange bitte in meinem Haus. Ja, ich habe 89.000 insofern. Einfach in seinem Haus warten. Halt nichts wirklich, um großartig zu warten. Stört mich jetzt nicht. Okay, dann nicht. Und wenn ich jetzt rausgehe? Gibt's hier ein Inn? Wenn ja, dann würde ich das nämlich gerne benutzen, aber ich glaube fast nein. Nope. Kein Inn. Ich frage jetzt, was das Kriterium, bis er fertig ist. Oder gibt es noch ein Kriterium oder was auch immer? Ich mache einfach mal kurz einen Kampf. Ah, verdammt. Obwohl, Frosten erstmal. Das sind ja keine Feuermonster in dem Sinne. Ja, okay. Ich hatte nur nämlich schon Angst, dass ich damit jetzt überhaupt keinen Schaden mache gegen Zombies. Wow. Ich habe jetzt eher erwartet, dass ich damit ein bisschen mehr Schaden mache, aber okay. Dann machen wir halt stattdessen mit dem Frosten erstmal noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, muss man nur fünfmal hier kämpfen, dann hat man das schon wieder drin. Halt, ich bin noch schnell, ne? Ja. Jetzt allerdings nicht mehr. So. Ich hätte wenigstens noch gerne das Schwert, bevor ich den Part jetzt beende. Mal schauen, ob er jetzt endlich fertig ist.
Oder was er denn noch dafür braucht. Was hat er denn gesagt? Er wartet zu lange in meinem Haus oder woanders? Ich habe gerade keine Ahnung. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir uns das Schwert abholen. Ich bleibe jetzt einfach mal kurz hier ein paar Minuten stehen, gehe nochmal auf Toilette und esse eine Kleinigkeit. Und vielleicht spricht er ja dann mit uns. Mal sehen. Und wenn nicht, dann suchen wir uns ein Inn irgendwo und schlafen dort mal. Und kaufen uns Sachen ein. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.